Willkommen zurück zu Cooking Mama Cookstar. Das letzte Mal hatten wir einen fast italienischen Abend, wenn das hier nicht Sobernudeln gewesen wären. Aber auf der linken Seite des Menüs erwarten uns auch noch richtig, richtig tolle Rezepte. Und zwar haben wir hier Poutine, Hühnchen-Kebabs und natürlich mein Personal Favorite, die Sushi-Platte. Da kann ich echt nicht drauf warten, dass wir die machen. Aber wir fangen oben an mit Poutine. Ich habe keine Ahnung. Die französisch-kanadische Delikatesse mit Pommes in Soße und Käse. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was Poutine ist, aber es wurde mir jetzt schon direkt verraten. Und das hört sich ziemlich, ziemlich lecker an, wenn ich das jetzt so lese. Dann würde ich sagen, waschen wir die Kartoffeln und benutzen das Touchpad, um das Gemüse zu schrubben, bis es sauber ist. Das ist bestimmt lustig mit dem Touchpad dann. Ready? Get set, go! Keep it up! You've got it! Don't give up! Almost there! Hurry up! No, come. Wonderful! Better than Mama! Yay! So, jetzt sollen wir die Kartoffeln zu Pommes schneiden. Let's go! Das wird sicher irgendwie klappen. Denke ich mal. Ready? Get set, go! Oh, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. So, genau. Come on, you can do it. Wow, you are the real hero. Oh nein. Nein, die Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse, nein. Ich will doch 100% schaffen. Warum muss diese Heißluftfritteuse jetzt wieder kommen? Ready? Get set, go! Oh nein. Sugoine! Amazing! Such skill! Look at that! Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Great job! Great! Perfect! Oh Gott. That is... Komm schon. Spectacular! Wow! Such skill! Look at that! Es hat funktioniert. It's perfect. Mama's impressed. Oh Gott, das war aber jetzt ein Stress ohne Ende. Oh, würze die Pommes. Dass das ein eigener Schritt ist, ist auch nett. Schön Salz drauf. Ready? Get set, go! Oh Gott, hier mit dem Controller perfect. Zum Shaken, das ist doch echt bescheuert. Oh, Pfeffer auch. Ich mag aber doch nicht so gern Pfeffer. Okay, aber egal. That's it. You can und do Paprika. It. Ja, das ist auch okay. Great. Wow, even better than Mama. So, mache die Soße. Let's get started. Ja, ich glaube, das können wir noch ganz gut hinkriegen. Noch 3 Schritte und dann sind wir fertig. Also ich hoffe, wir kriegen die 100%. Ready? Get set, go! Okay, das sieht cool aus mit dem Fett, das oben schwimmt. Sugoine! Great job! Amazing! Spectacular! Such skill! Perfect!
spectacular. Look at that. Amazing. すごいね. Wow. Looks delicious. Mama's jelly. So, füge die Cheese Curds hinzu. Cheese Curds? Ich kenne nur Lemon Curd. Ist das was Flüssiges? Ready? Get set, oh Gott, go! Nein, das ist hier wie bei der. Das ist wie bei der Pizza, ne? Oh Mann. Wie soll das denn hier bitte gehen? Oh no! Was ist denn das hier für ein Kack? Careful! Ey, so oft kommt das doch hier gar nicht in der Mitte vorbei. Almost there. Oh no, that can't be right. Doing great. Oh my. Hurry. Jetzt wird die richtig entflammt sein, die Mom. What are you doing? Time's up. Hm. What happened there? Oh nein. Mom, you can do it. Das ist doch doof. So, und das ist jetzt wieder voll die einfache Aufgabe und wir haben trotzdem keine 100%. Oh, nee. Das ist doch total blöd. Ready? Get set, go! That's it. Another one. Almost there. Great job. Almost done. Great! Hurry up! I think you should have your own game. Da machen wir wenigstens noch ein nettes Foto. Ich hoffe, es sieht irgendwie ansehnlich aus, wenn das so in Soße getränkt ist. Let's get it ready to share. Wir können das hier noch toppen. Ein Spiegelei oder ein bisschen Speck. Ah, Frühlingszwiebeln. Algen. Okay, das spricht mir hier alles nicht so ganz fantastisch an. Vielleicht machen wir ein bisschen Algen drauf. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass das schmeckt, aber es sieht vielleicht nett aus. Dann noch das Spiegelei. Das sieht eigentlich noch ganz cool aus, aber ich weiß nicht, ob das auch Ich lasse es einfach so. Take a photo of your dish. Ich bin ja ein Fan von oben dann Fotos zu machen, dann sieht man den Teller komplett. Vielleicht so ein bisschen drehen. Looks delicious. Ich glaube, ästhetischer kann man es jetzt nicht in Szene setzen. Oh, nee, das sieht verbrannt aus. Ich frage mich, wer diese anderen Filter benutzt. Das sieht doch auch hier aus wie ein Essen aus der Hölle, ne? Und ein Punktabzug. I love it. Amazing. Mhm. Ja, toll. Das hat die eine Aufgabe. Mhm. Wabi Sabi. Na gut, 81 ist okay. Zwei Sternchen ist in Ordnung. Wabi Sabi. Unifarbene grüne Schürze. Sehr, sehr schön. Werden wir irgendwann mal hier in der Modenschau machen. Und Mama alle Schürzen und Tücher tragen lassen. You got a new recipe. Takoyaki. Nein, es gibt Taco. Ja, eigentlich hätte ich es mir schon fast denken können, aber... I'm getting hungry. Ja, ich auch. I'm getting auch hungry, Mama. Takoyaki ist das Allergeilste. Das sind Oktopusbällchen. Ich weiß nicht, ob das schon mal je jemand von euch probiert hat. Aber ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Deswegen freue ich mich da jetzt schon super drauf. Aber wir machen erstmal weiter mit den Hühnchen-Kebabs. Let's go. Die sehen gar nicht so kompliziert aus. Das ist bestimmt ein kürzeres Gericht.
also so Gemüse schneiden und Fleisch schneiden und dann I'm getting hungry. Alles Leckere an einem Spieß. Ja, würde ich sagen, machen wir mal ein paar, ja, hier, 4 Schritte, das kriegen wir doch hin. Also wenn das keine 100 Punkte wären, dann bin ich aber enttäuscht. Ready, get set, go! You can do it! Hooray, Mama's impressed! Ready, get set, go! Just one more. Don't give up. Wow, even better than Mama. I'm so. Getting hungry. Dann dürfen wir jetzt die Spießchen vorbereiten. Das ist jetzt bestimmt wie bei einem Hamburger oder so, dass wir da die verschiedenen Schichten uns merken müssen. Ready, get set, go! Okay, das kriege ich hin. Zwiebel. Perfect. Look at Paprika that. Und Huhn. Great. So. Here you go. Zwiebel, Paprika, Huhn, Tomate. Okay, ich packe meinen Koffer. Zwiebel. Wow. Amazing. Und Tomate. So. Spectacular. Ja, komm. Last one. Huhn, Tomate, Huhn, Zwiebel. Ach du Scheiße, okay. Come on, you can do it. That is great job. Spectacular. Oh, Gott sei Dank. It's perfect. Mama's impressed. So, brate den Kebab. Bewege einen der Sticks nach rechts und nach links, um eine Zutat auszuwählen. Drücke auf die X-Taste, um Zutaten zu wenden und zu entfernen. Bewege einen der Sticks nach oben und unten, um die Flammen zu entfachen und das Feuer heiß zu halten. Ah, ich glaube, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit. Weiß aber nicht mehr, bei welchem Gericht. Ah, mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir ein bisschen Probleme. Ready, get set, go! Ja, schön gleichmäßig. Looking good. Here you go. Awesome. Another one. Doing great. So. Another one. Almost there. Ich brauche ja nur noch 2, dann kümmere ich mich hier um die. Yes. You've got it. Another one. Wow, you are the real hero. Yay. Okay, das müssen jetzt 100% sein. Sehr, sehr, sehr cool. Let's oh, wir können wieder ein Plating auswählen. Ah. Ich finde ja alle Platings sehr, sehr cool. Die sehen alle cool aus. Ah, welches nehme ich denn? Ich finde das doch mit den mehreren Spießen etwas ästhetischer. Say cheese. Weil die anderen Platings waren auch sehr schön.
perfect. Wow! Don't forget to tag Mama. Nee, nee, I don't forget to tag you. I think you should have your own game. Ja gut, das war aber ein sehr kurzes Rezept und das waren auch einfachere Aufgaben. Deswegen passt das schon. Was die da für einen Tanz macht. You got a new recipe. Hühnchen Tiki Masala. Okay, das sieht ganz cool aus, aber das probieren Let's wir dann vielleicht beim nächsten Mal aus. Das könnte ich mir auch ganz nett vorstellen. So mit dem Reis und der Soße. Aber jetzt kommen wir, Trommelwirbel, zu meiner absoluten Lieblingseinheit von heute. Und zwar die Sushi-Platte. Das wird jetzt bestimmt viele, viele Schritte haben. Aber das sieht bestimmt mega am Ende aus. Ich freue mich jetzt schon total. Kappamaki und Nigiri-Sushi mit Lachs und Lachshaut. Okay, ich habe noch nie Sushi mit Lachshaut gegessen. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist, weil habe ich noch nie probiert. Wir bereiten den Lachs erstmal zu. Ready? Get set, go! What in the what? Shaking my head. Ach so, okay, sägen. What in the ja, what? Ist ja gut. You can do it. Ja, 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 komm, komm, komm. Yes. Looks delicious. Mama's jelly. Ja, die Cooking Mama ist ja fast wie Chuck Norris. Die macht alles selbst. Die hat sicher auch den Fisch selbst gefangen, damals in der Flut. Den Fisch und die Gurke müssen wir jetzt noch zurechtschneiden. Ready? Get set, go! Here you go. Das ist die Lachshaut, okay. Just one more. Don't give up. Hurry. Wonderful. Better than Mama. Yay. So, oh, wir sollen die Lachshaut braten. Ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Spießchen eben, nur ohne den Fächer, ne? Ready? Get set, go! Ach, das war das Blöde, wo man immer so hin und her gehen muss, und nicht rauf und runter. Ach, jetzt habe ich das Falsche gedreht. Okay, das kann raus. Das kann raus. Looking good. Das auch. Come on, you can do it. Awesome. You've got it. Keep it up. Hooray, Mama's impressed. Hey. Oh, reibe etwas Wasabi. Ready? Oh, das ist aber eine andere Reibe als sonst. Sieht ja interessant aus. You can do it. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. I think you should have your own game. Mache Sushi-Reis. Okay, wechsel zwischen Fächern und Schneiden des Reises ab, indem du zum Schneiden auf dem Touchpad wischst und auf die X-Taste drückst, um zu fächern. Schneiden?
das ein Übersetzungsfehler vielleicht? Ready? Get set, go! Keep it up! Looks delicious! Mama's jelly! Mache die Magi, verteile die Mischung, dann bewege einen der Six zum Rollen. Befolge die Anweisung zum Abschließen. Ready? Get set, go! Come on, you can do it! Hurry up! Na? Time's up! Hat das funktioniert? Boah, das well, war aber ganz even knapp. Better than Mama. Ich verstehe jetzt nicht, ich glaube, das war nochmal dieses Festdrücken im zweiten Schritt, aber... Schneide die Rollen in Scheiben. Okay, das war super knapp. Ich will unbedingt die 100% haben. Ready? Get set, go! Don't give up! Hooray! Mama's impressed! So, forme die Nigiri. Das ist die letzte Disziplin und ich hoffe, es geht nicht schief. Ready? Get set, go! Look at that! Great! Almost there! Okay, okay. Beeilung. Wow. So, jetzt nochmal. Boah, die Zeit rennt die Hunde. Nein, 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 nein. Los, 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 los. That's skill. Das war jetzt aber knapp. It's perfect. Mama's impressed. Alles klar, ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem Foto aussieht, ob wir verschiedene Platings wählen können oder es selber anrichten. Okay, wir können das theoretisch selber arrangieren, aber es sieht schon nach einem sehr guten Teller hier aus. Ich könnte hier noch einen hinzufügen, sieht nicht so nackig aus. Noch ein bisschen eingelegten Ingwer. Hier, bitteschön. Lecker, 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 lecker. Hier auch. Lecker, 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 lecker. Ja, lecker. Ich lasse es so. Sieht super aus. Bevor ich das später runterlösche und dann nochmal selber arrangieren darf. Clap it like it's hot. Ich finde, das sieht schon so perfekt aus. Aber vielleicht kann man den Teller einfach mal auf den Kopf drehen, weil so sieht es auch cool aus. Great photo. Fancy Essen hier. I love it. So, und jetzt gibt mir... Ja, jetzt gibt mir die 100% und ich bin glücklich. Wonderful. Better than Mama. La 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 la. La 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 la. Yeah. 100%. Ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht bei so vielen Schritten und eigentlich hört sich das ja so super anspruchsvoll an, dass ich halt so ein
sehr einfaches Rezept nicht mit 100% habe, aber dann die Sushi-Platte. Ich bin sehr froh. Blaues Messer. Wir haben ein neues Messer-Layout freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Sieht cool aus mit der goldenen Klinge. Das sind wie die besseren Werkzeuge von Harvest Moon. Ja, das sieht wirklich cool aus. Und ein blaues Karo-Tuch. Okay, alles in blau heute. You got the new recipe. Gefüllte Paprika. Auch sehr lecker. Könnte ich mir vorstellen. Also mag ich eigentlich ganz gern. Aber halt mit grüner Paprika. Ich mach's sonst in roter Paprika. Aber okay. Let's get started. Ist ja auch legitim, die grünen Paprika zu benutzen. Aber das stelle ich mir ganz gut vor. Ja. Da haben wir jetzt die drei Gerichte hinter uns gebracht und haben auch diese Menüseite fertig. Ich bin super, super gespannt. Wir wissen ja so ungefähr, was es noch für Rezepte jetzt gibt, die offen sind, wie das sich gestaltet. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Let's go!